Die Bedarfsermittlung der Ist-Situation, das heißt der jetzigen Situation des Kunden. Wir befinden uns auf Stufe 3 der Treppenstufenmethode. Denken Sie an E-KISWA. E steht für die Wahl der richtigen Einstellung, E wie Einstellung. K steht für den Kontaktprozess, der den Kunden so weit öffnet, dass er lächelt und sich gerne mit uns unterhält. Und jetzt erst, wenn der Kunde lächelt, kommt die Ist-Situation. Wir kriegen raus, was der Kunde eigentlich überhaupt verändern will an seinem Leben. Wie machen wir das? Wir fragen zunächst mal, nachdem der Kunde schon sich geöffnet hat und mit uns redet über Gott und die Welt und dass er schon mal im Möbelhaus war oder noch nicht da war, fragen wir, wonach möchten Sie sich denn heute umschauen? Das ist eigentlich vorweggenommene Einwandbehandlung, denn die meisten Kunden sagen uns ja, wir möchten nur mal schauen. Wir sagen, lieber Kunde, das ist okay, wonach möchtest du dich denn heute umschauen? Wir nehmen den Einwand praktisch vorweg. Außerdem fragen wir nicht, wie kann ich Ihnen helfen? Das ist eine ich-bezogene Frage und wird von den meisten Kunden abgelehnt, denn die wissen genau, dass helfen beraten heißt und am Ende einer Beratung sofort ein Abschlussversuch stehen wird. Sondern wir fragen, wonach möchten Sie sich heute umschauen? Warum heute umschauen? Weil er in der Regel ja gesagt hat, ich war schon mal bei Ihnen und habe schon mal geguckt. Einige Kunden mauern nach dieser Frage noch und sagen, ach, ich schaue nur mal ganz allgemein. Wichtig ist, dem Kunden immer das Gefühl zu geben, ich bin okay, du bist okay. Das heißt, wenn der Kunde uns erstmal noch abweist und sagt, ach, ich möchte noch mal schauen, ich möchte noch mal, kein Problem, wissen Sie, wir haben hier sehr, sehr viel zu gucken, über 200 Garnituren, eine riesige Ausstellung, die unser Chef hier bereitgestellt hat. Hier gibt es total viele schöne Sachen zu schauen. Das ist ein sogenannter Puffer und der sorgt dafür, dass der Kunde sich wieder entspannt, dass er weiß, ey, der Verkäufer findet mich jetzt nicht blöd, nur weil ich gesagt habe, ich will alleine schauen. Aber wir haben einen Plan und ein Ziel und Menschen, die einen Plan und ein Ziel haben, setzen sich durch. Das heißt, wir fragen als nächstes, wonach schauen Sie denn speziell? Ist im Prinzip dieselbe Frage, die ich gerade abgefeuert habe vor einer Minute, nochmal in einer anderen Form. Wonach schauen Sie denn speziell? Die meisten Kunden beim zweiten Nachfragen sagen uns, was sie haben wollen. Sie sagen nicht, was sie haben wollen, aber wonach sie schauen wollen. Nur ganz, ganz wenige mauern dann nochmal und sagen, na, ich weiß noch gar nicht und nur mal inspirieren lassen und so. Und auch dann wieder wichtig puffern, damit sich der Kunde entspannt. Und weiß, wir finden ihn in Ordnung, ich bin okay, du bist okay. Und wenn wir dann gepuffert haben und der Kunde entspannt ist, dann können wir noch einmal nachfragen, schauen Sie eher nach einem Sofa oder nach einem Sessel, wenn wir uns in der Wohnzimmerabteilung befinden, oder schauen Sie nach einer Essgruppe oder nur nach einem Tisch. Das heißt, wir fragen mit Alternativfragen nach. Sollte der Kunde wieder erwarten, nach einem guten Eisbrecher, nach einer guten Kontaktaufnahme, trotz dreimaligen Nachfragen immer noch sagen, na, ich weiß nicht und ich will nicht und lassen Sie mich in Ruhe, dann treten wir den geordneten Rückzug an. Das heißt, dann sagen wir, wissen Sie, schauen Sie sich ruhig erstmal in Ruhe alleine um. Wir haben eine riesige Ausstellung mit ganz, ganz vielen tollen Sachen. Das Problem ist, unsere Preisschilder können nicht sprechen. Also werde ich in Ihrer Nähe bleiben und wenn Sie dann irgendeine Frage haben, dann kommen Sie bitte auf mich zu. So, oft ist es dem Kunden schon nach kurzer Zeit so unangenehm oder peinlich, unfreundlich zu uns gewesen zu sein, dass er dann sagt, jetzt kommen Sie, jetzt habe ich mal eine Frage und dann sind wir wieder im Beratungsprozess. Also, wir nennen das HHH, drei Hs, höfliche Hartnäckigkeit hilft. Wir fragen das erste Mal nach mit wonach möchten Sie sich heute umschauen? Wenn der Kunde das abweist, puffern wir erstmal, fragen dann nochmal nach, wonach schauen Sie denn speziell? Und wenn er dann nochmal mauert. Und nur wenn er dann nochmal mauert, fragen wir mit Alternativfragen, schauen Sie nach einer Sitzgruppe oder nach einem Sessel nochmal nach. Und wenn das nicht klappt, lassen wir ihn erstmal in Ruhe laufen, signalisieren ihm aber, du bist okay, ich bin okay, ich bleibe in deiner Nähe, falls du eine Frage hast. So kriegen wir das wahre Interesse raus, was der erste Schritt der Ist-Situation ist. Bei dem nächsten Video geht es darum, wie wir aus dem Kunden rauskriegen, wie es bei ihm zu Hause aussieht. Und zwar genauso gut, als wenn wir ihn zu Hause besucht und bei ihm zu Hause den Bedarf ermittelt hätten.